Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Wie baut man was? Mein Name ist Lars und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses geile und moderne Haus im Hintergrund bauen könnt. Also bleibt dran. So, für das moderne Haus brauchen wir erstmal weißen Beton, Kompostierer, braunen Teppich, hellblaue Glasscheiben und Blöcke. Alles andere kommt danach. Das Haus ist 21 Blöcke breit und 10 Blöcke tief. Das ist diese Grasfläche hier. Und wir fangen an mit dem Kompostierer. Wir lassen hier... Nach links lassen wir 1, 2, 3 Blöcke frei und machen hier den Kompostierer hin. Dann machen wir den 2, 4, 6, 8, 9 Blöcke hoch und dann auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rüber und wieder runter. So, und wir sehen, wir kommen genau hier hinten an. Jetzt lassen wir einen Block hier frei und machen da weißen Beton hin und hier den Kompostierer wieder hoch. Hier oben können wir es einmal schließen mit einem Kompostierer und wieder zurück. Hier unten auch weißen Beton rein und den Kompostierer hoch. Wer jetzt nicht die 1,14 hat oder keine Kompostierer, der kann das Ganze auch mit Fichtenholzblöcken einfach machen und hier oben dann eine Fichtenholztreppe kopfüber rein. Aber ich nehme jetzt den Kompostierer. Und im Gegensatz zu dem, was ich im letzten Video gesagt habe, ist der Kompostierer gar nicht so teuer. Ich hatte noch ein Pre-Release-Rezept im Kopf, aber da war ich wohl irgendwie fehlinformiert. Der Kompostierer ist gar nicht so teuer. Okay. Dann lassen wir hier rüber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frei und machen hier dann wieder den Kompostierer hin. 2, 4, 6, 8, 9 und machen dasselbe von vorne. So, wunderbar. Damit steht das Gerüst schon mal. Jetzt nehmen wir den weißen Beton, gehen hier links hin und machen hier 1, 2, 3 rüber, ziehen das einmal hier hin und hier verbinden wir das wieder hier drin. Dann können wir das hochziehen und gehen hier oben auch wieder rum, genau auf der Höhe von unten. So, haben hier den ersten Rahmen. Hier machen wir genau dasselbe, nur dass wir das Ganze noch nicht richtig schließen. Also wir machen es hier zwar schon hoch und gehen hier auch rum. So. Nur hier auf der Rückseite ziehen wir das Ganze einmal durch und gehen dann hier auch wieder hoch. Dann wieder so nach außen, ziehen das Ganze einmal rum. So und hier dann wieder so. Okay. Gut. Jetzt müssen wir hier drüben das Ganze auch noch machen. Genau wie auf der gegenüberliegenden Seite. So. Ziehen das einmal hier rum und hier wieder hoch. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Hier in der Mitte haben wir das noch nicht geschlossen, weil hier kommt die Treppe nach oben ins Haus rein. Dafür nehmen wir uns gerade einmal, wir können Quarztreppen nehmen hier oder wir nehmen glattes Quarz. Ich nehme jetzt glattes Quarz, weil das glatte Quarz hat nicht so eine leuchtende Textur, ne? Weil die normalen Quarzstufen, die leuchten so ein bisschen. Das glatte Quarz ist halt so mehr matt und das passt besser zum weißen Beton. Das machen wir hier rein. So, und in die Mitte kommt ein Kompostierer. Dann nehmen wir weißen Beton, den machen wir gerade mal hier hin. Und das Ganze nochmal. Weißen Beton. Nochmal. Und ein letztes Mal. Weißen Beton. Und noch einmal. So, jetzt sind wir oben. Jetzt wissen wir auch, wie hoch wir das Ganze ziehen können. Wir machen es nämlich jetzt hier hin. Und können hier das Ganze dann einfach so schließen. Gut. Hier auch nochmal. Jetzt haben wir das schon mal. Hier hinter der Treppe machen wir jetzt einfach einen Boden dran aus weißem Beton. Und der geht im Prinzip bis hier an die Wand. Weil diese Rückwand können wir einfach schließen. So, Rückwand ist zu. Einfach hoch zugebaut. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier die Innenwände noch machen. Ich möchte nämlich hier oben zwei Blöcke freilassen. Und so ums Eck freilassen. Ja, also so, dass wir im Prinzip eine Umrandung des Fensters haben und das geht genau ums Eck. Das ist hier von der Ecke ein darüber und ein darüber. Dasselbe hier natürlich auch. So, ist hier ein Fenster drin.
Dasselbe Fenster möchte ich unten auch haben. Ich habe es jetzt schon zugebaut, einfach nur, damit das mit der Treppe nicht so ein bisschen verwirrend ist, weil wenn hier ganz viele Löcher sind, dann kann man da schnell durcheinander kommen. Dasselbe hier unten, wir lassen das Ganze umrahmt, ne? Also nach links und nach unten lassen wir einen Block und machen so. Gut, jetzt haben wir hier die Fenster schon mal drinne. Hier oben kommt nach links und rechts der Eingang. Da kriegen wir wunderbar eine Doppeltür rein. So. Und hier auch. Auch sehr gut. Und hier auf der linken Seite möchte ich genau dieselben Fenster haben wie in der Mitte. Das heißt, wir lassen hier unten 1, 2, 3 frei. Und hier können wir das schon zuziehen. Und die Fenster sind ja zwei Blöcke hoch. Das heißt, 1, 2, hier können wir zuziehen. Und 1, 2, hier können wir zuziehen. So. Okay, ganz einfach. Ganz einfach. Hier dasselbe natürlich. 1, 2, hier können wir zuziehen. Und 1, 2, hier können wir zuziehen. So, die Mitte, die schließen wir einfach. Wunderbar. Dasselbe machen wir jetzt hier drüben auch nochmal. Das geht ja ganz schnell. Wir lassen 1, 2, so. Und dann da drauf. Das Ganze können wir jetzt einfach hier mal zumachen. Und hier auch wieder 1, 2. Und da drauf. Und damit steht unsere Grundform soweit. Jetzt müssen wir alles mit Glasscheiben und Blöcken ausfüllen. Das heißt hier, hier, hier und hier unten und hier oben kommen Glasblöcke rein. Das machen wir mal schnell. So, überall ist Glas drin und mir ist gerade aufgefallen, wir haben hier einen Kompostierer zu wenig gemacht. Das war nicht so schlau. Aber überall ist Glas drin. Jetzt müssen wir die Decken noch schließen, weil wir haben das hier oben noch offen. Das können wir wirklich einfach so zuziehen. Das ist gar kein Problem. Und hier auch. Aber in der Mitte machen wir was anderes. Da machen wir das nicht einfach so zu. Das fände ich auch nicht so schön. So, hier noch ein letztes Mal. So. Und in der Mitte. Da gehen wir jetzt hin. Machen hinten. Die Mitte ist 3 breit. Also nehmen wir genau die Mitte hier. Nochmal eine Kompostierersäule. So. Und ziehen die nach hier vorne. Nicht ganz, sondern wir hören 1 vorher auf. Und machen dann hier noch so. Und so. Finde ich irgendwie ganz schön, weil man da noch durchgucken kann. Aber gut. Jetzt nehmen wir den braunen Teppich, legen den hier drauf. Damit das Ganze halt nicht aussieht wie ein Kompostierer, sondern so ein bisschen wie so ein Trenner. Und jetzt müssen wir noch außen dekorieren. Für die Außendekoration nehmen wir uns einmal Blumentöpfe. Wir nehmen uns Tropenbaumlaub. Wir nehmen uns Bambus. Und wir nehmen uns Trichter. So, das ist für die Außendekoration. Die Trichter kommen immer hier, da, da und da und dahin. An der Seite kommen die auch hier und hier. Jetzt geht das Ganze natürlich auf den Rand drauf, aber bei der Außendekoration ist es immer so eine Geschmacksfrage von euch. Deswegen habe ich das jetzt nicht mit einbedacht, weil ihr müsst es ja nicht hier außen machen, ne? So und so. Und überall kommt 2 Tropenbaumlaub drauf. So. Das ist einfach dafür da, damit die weißen Wände nicht so große, flache, weiße Wände sind, sondern wenigstens so ein bisschen Farbe reinkommt und so ein bisschen Tiefenabwechslung. Aber gut, jetzt nehmen wir noch die Blumentöpfe und die machen wir hier hinten an die Wand. Und zwar 1, 2, 3 und dann aufeinander. Wenn das bei einem natürlich nicht funktioniert, weil er die Version nicht hat, weil er vielleicht auf der PS3 spielt, wo die 1.14 niemals kommen wird. Oder auf der Xbox 360. Und, oder Wii U, das sind die 3 Old-Gen-Konsolen, die werden nicht mehr supported. Dann macht da links und rechts einen Trichter hin ein bisschen Tropenbaumlaub hoch. Aber da kann ich leider nicht immer drauf eingehen. Dann nehmen wir noch Eichenholzfalltüren und die machen wir einfach hier und hier hin. Und hier und hier, hier und hier. So, dann kann man da nämlich durchgucken und gleichzeitig hat man so eine Bambuswand. Finde ich sehr, sehr schön. Wie ich das Haus einrichte und wie das Ganze von innen aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, schauen wir uns unser Haus doch mal an. Wir sehen schon von außen, es ist komplett eingerichtet. Aber wir gehen mal hier hoch und wir kommen hier rein.
Hier habe ich einen kleinen offenen Kleiderschrank hingemacht, ein kleines Schlafzimmer, so ein bisschen galeriemäßig, weil es hier recht offen nach unten geht, aber wirklich einfach kleiner offener Kleiderschrank, Bett, Nachttischchen, Lampe, Bild, Blume, ganz einfach. Dann kann man hier runtergehen. Hier unten ist so eine kleine Sitzecke, so ein bisschen wohnzimmermäßig mit ein paar Bücherregalen. Hier noch so eine kleine Arbeitsecke unter der Treppe vielleicht, aber ganz einfach eingerichtet. Da hängt noch eine Lampe von der Decke. Dann können wir hier durchgehen. Hier war unser Treppenwerk außen. Da habe ich jetzt Stauraum reingemacht. Zwei große Bilder mit einer Pflanze in der Mitte. Hier kann man dann essen. Hier hat man einen Tisch für zwei. Die teilen sich vielleicht gerade ihr Essen, haben beide noch was zu trinken da am Start, aber ganz einfach. Dann kann man hier hoch, hier hängt diese Lampe auch von der Decke. Und hier ist dann die kleine Küche, ne, mit Schmelzofen, Räucherofen, Kessel, Kühlschrank. Was ich jetzt nicht gebaut habe, ist eine Werkbank, aber bringt sie unter, wo ihr möchtet. Ihr könnt ja zum Beispiel einfach hier das ersetzen oder so. Fällt mir nur gerade beim Durchgehen auf. Ich hoffe, dir hat dieses moderne Haus gefallen. Wenn ja, kannst du Video natürlich gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite also vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Wie baut man was? Ich bin raus. Ciao. Mit V.